Vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag 21 Uhr gegen Viktoria Pilsen ist die Lage bei Real Madrid angespannt. Auf der Pressekonferenz stellte sich Mittelfeldspieler Isco den Medien. Er sprach über seine ausgeheilte Verletzung, den Rückhalt des Trainers und das Fehlen von Cristiano Ronaldo. Knapp 4 Wochen hatte Isco wegen einer Blinddarmentzündung mit anschließender Operation gefehlt. Gegen UD Levante kehrte der 26-Jährige zurück. Doch die 1:2-Niederlage konnte auch der Edeltechniker nicht vermeiden. Nach seiner Verletzung habe Isco große Lust, dem Team wieder zu helfen, sagte er auf der Pressekonferenz. Julen Lopetegui muss schon nach wenigen Monaten um seinen Job bangen. Natürlich wurde der Spanier auch zur möglichen Entlassung seines Chefs befragt. Diesem stärkte Isco jedoch den Rücken, nicht nur ich stehe hinter ihm, sondern das gesamte Team. Wir alle vertrauen seiner Arbeit, erklärte er. Ihn rauszuschmeißen, wäre völliger Unsinn. Wenn er rausgeschmissen wird, müsste man alle rauswerfen, denn wir sind gemeinsam für die Ergebnisse verantwortlich. Das kann noch immer ein erfolgreiches Jahr werden, meinte Isco. Real kommt immer zurück. Isco vertraut darauf, dass die Ergebnisse bald wieder positiver werden. So wie es in der Vergangenheit immer der Fall war, in den 6 Spielzeiten, in denen ich hier bin, gab es immer auch schwere Zeiten und jedes Mal sind wir wieder aufgestanden. Viele freuen sich, wenn wir eine schlechte Phase haben, aber Real Madrid kommt immer zurück und dann verstummen die Kritiker, so Isco. Des Weiteren wurde er gefragt, ob dem Club der Verlust von Cristiano Ronaldo zusetze. Isco will gar keinen Gedanken an den 33-jährigen Portugiesen verschwenden. Dass dieser jetzt bei Juventus Turin spielt und vertraglich lang bei den Bianconeri gebunden ist, könne man schließlich nicht ändern. Ich vermisse niemanden, der nicht hier ist. Ich vermisse Bale, wenn er verletzt ist. Ich vermisse Carvajal. WIR müssen in her Halb day teams natural sunken suchen, ever niemand in hinter her wine and der Nick Tire sein macht word Isco doilic. Isco asked whether Real Madrid are missing Cristiano Ronaldo, we can't be crying for someone who didn't want to be here, ouch. Seit der 0:3-Pleite gegen den FC Sevilla Ende September funktioniert die Mannschaft nicht mehr. Gegen den dankbaren Gegner Pilsen will man im Santiago Bernabéu jetzt die Wende einleiten.